Willkommen meinem Freund zum neuen Video auf meinem Kanal, heute wieder zu einem Trading Video. Freunde, wenn es euch natürlich gefällt, sehr sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier seid, lasst ein Abo da, Freunde, und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Ab geht's. Ja Freunde, wenn ihr auch mal so ein Team wollt wie ich, macht einfach meine Trading-Methoden, muss ich ganz klar sagen, Freunde. Ihr seht mein Team und aktuell noch 6 Millionen oben auf der Uhr. Nochmal eine 2 Millionen Transferliste ungefähr. Geht schon klar. Heute wieder ein paar sehr, sehr leckere Filter für euch vorbereitet, Freunde. Ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich habe auch einen Filter vorbereitet, wo ihr eure Coins verdoppeln müsst. Ist ein bisschen zeitaufwendig, aber ihr könnt eure Coins easy verdoppeln. Wie, werde ich im Laufe des Videos natürlich erklären. Freunde, wir werden uns auch noch den Allen anschauen, der rauskam. Sehr, sehr gut aussieht. Ich würde sagen, ich zeige drei Tipps. Dann schauen wir uns den Allen an und am Ende den Haupttipp, Freunde. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt. So, Freunde, Tipp Nummer 1. Natürlich, die Serie A ist draußen. Und was machen wir wieder? Wir schauen natürlich nach Silberspieler. Die Kosten, die Torhüter wieder, ja, sind wieder Abstoß. Die Torhüter dürft ihr nicht kaufen. Den Rest könnt ihr alles, glaube ich, für über 500 verkaufen. Ja, so für 500 geht jeder weg. Was macht ihr? Ihr kauft jeden so für 350, der kein Torwart ist. Easy. Nehmt ihr mit, was ihr für 350 bekommt. Ihr könnt natürlich auch 400 machen und dann schauen, was so reinkommt, Freunde. Wenn natürlich da Spieler reinkommen, die ihr so noch nicht oft gesehen habt, nehmt die ruhig mit. Ihr könnt auch 450 machen und dann hintergehen und Viereck drücken. Ich weiß dann nicht, ob dabei so vielen aktualisiert wird. Der hier könnte Schnapper sein, ihr könnt natürlich auch hintergehen, schauen, ah, der hier wird jetzt so für 700 gehen, nehmt ihr mit, könnt ihr natürlich machen, Freunde, wie ihr da Bock habt, ja, auch der hier ist jetzt wirklich ein Schnapper, den nehmen wir mal mit, könnt ihr so nachschauen hinten, ich werde mir die jetzt in den Verein machen, weil ich wahrscheinlich die SBC auch abschließen werde, ihr könnt diese Karten natürlich behalten, wenn natürlich was Krasses kommt, ich sag so, ein richtig guter Spieler, wie bei der Bundesliga, da sind ja die Silberspieler auch richtig hochgegangen, muss man sagen, bei Paderborn, die sind von 10.000, glaube ich, auf 16.000 hochgegangen, gewisse Spieler, ob die jetzt hier so hochgehen, bezweifle ich, aber dass die jeder Karte so 400, 500 steigt, ist auf jeden Fall realistisch, Freunde, also so könnt ihr hier auf jeden Fall diese Silberspieler schon mal mitnehmen oder direkt wieder, wenn ihr so für 450 so einen guten bekommt, stellt ihr direkt für 700, 800 wieder drauf, werdet ihr auch losbekommen. So, Freunde, der nächste Filter ist immer noch Silberverteidiger und da schauen wir mal, was die Silberverteidiger aktuell kosten. Ihr seht so, die kosten alle so um die 700, dann könnt ihr natürlich euch denken, wenn da jemand für 450 reinkommt, könnt ihr mitnehmen. Ich sag sogar, für 600 könnt ihr eigentlich alle mitnehmen. Verteidiger kriegt ihr alle so für 900 ungefähr weg, also theoretisch könnt ihr die mitnehmen. Ich habe jetzt keinen Platz auf der Liste, sonst würde ich die beiden noch mitnehmen und für 1k ungefähr reinstellen. Aber ihr seht, da kommt viel rein. Ihr müsst da schnell sein. Zwei Stück kamen sogar für 400 rein. Müsst ihr schnell sein, Freunde. Ihr könnt natürlich auch auf jeden easy bieten. 300, 400 könnt ihr auch machen. Hier von Inter muss ich mitnehmen. Weil Inter, weiß ich, die haben keine richtigen Gold-Innenverteidiger. Die haben nur einen, glaube ich, den Ranocha. Sonst haben die keinen. Außer Godin und so, die halt high-rated sind. Und Defri. Sonst haben die nur diesen Silber-Heini. Deswegen, der ist, glaube ich, 2k oder so wert. Musst ich direkt mitnehmen, Freunde. Hier könnt ihr eigentlich, wie gesagt, alles mitnehmen. Wenn ihr Platz habt, ihr könnt auch diese hier für 650 mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Nehmt die ruhig mit. Macht ihr gar nichts falsch. Geht schon klar, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen, dass noch einer kommt. Und dann gehen wir zum nächsten Filter. Oh, für 450 muss man natürlich mitnehmen. Oder 500, ja, das ist gut. Wie gesagt, Freunde, für 1k oder 900 kriegt ihr eigentlich jeden weg. Nehmt die ruhig für 600 mit. Ihr werdet damit nichts verkehrt machen. Macht euch damit easy 300 Coins pro Karte. Das geht schon klar. Oder ihr seht auch hier für 250. Könnt ihr auch easy für 700, 800 Minimum verhauen. Also das ist völlig easy, macht ihr easy Coins, Freunde, das ist eine sehr, sehr gute Methode, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zu einem Goldfilter, den ich für euch vorbereitet habe, hier, das ist, obwohl Spal ist jetzt nicht so teuer, muss man sagen, okay, den könnte man jetzt trotzdem mitnehmen, den gibt es nämlich nur für 1,5, ja. War ein guter Deal, hätte man mitnehmen können. Wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, schaut nach, aber ihr müsst, euch muss bewusst sein, wenn ihr zu lange nachschaut, sind die Karten meistens weg, aber wie gesagt, für 600, so wenn ihr eine Karte hier noch nie gesehen habt, könnt ihr eigentlich mitnehmen, weil dann wisst ihr, die ist rare, die ist nicht so oft auf dem Markt, könnt ihr dann easy mitnehmen, ja, wow, hier, der Kollege nochmal für 600, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Filter, Freunde. So, Freunde, und das ist eher so ein Beat-Filter, den ich euch empfehlen würde. So Goldverteidiger gehen alle so für 650 ungefähr weg. Vielleicht sogar 700 kann man schauen.
Was macht ihr hier? Wie gesagt, ich habe ja letzte Folgen gefragt, ob ihr eher Sniping-Filter oder eher Beat-Filter wollt. Viele wollen ein paar Sniping-Filter, viele wollen ein paar Beating-Filter. Deswegen werde ich das immer so vermischen, mal ein paar Sniping-Filter und 1-2 Beat-Filter werde ich euch auch mit reinpacken. Ihr könnt auf jeden Verteidiger easy 400 Münzen bieten. Warum? Ihr kriegt für jeden 700. Ihr könnt auch 450 bieten. Ihr könnt die auch für noch teurer reinstellen, weil ich kann euch sagen, ihr könnt die fast für 1k verkaufen. Ne, damit die euch die Liste auch füllen. Ihr braucht, um diese ganzen Methoden so zu machen, braucht ihr nicht mal viele Münzen. Ihr braucht ungefähr 50.000, um euch mit den Methoden, die ich euch heute zeige, die Liste zu füllen. Was jetzt wirklich nicht so viele Münzen sind, das geht schon klar. Wie gesagt, ihr bietet auf jeden 400, 450. Und dann macht ihr die für 800 rein, easy. Wenn ihr natürlich sowas seht, oder eher hier, könnte natürlich weggekauft werden. Sehr wahrscheinlich, dass die weggekauft werden, wenn die zu billig drin sind. Ja, Freunde, das ist auch ein sehr, sehr guter Filter. Wie gesagt, macht euch da die Liste voll. Habt ihr jede Stunde 30, 40 Verkäufe, geht das schon klar. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Allen an. So, Freunde, das wird ja auch immer gefragt, ja, wie ich den Allen oder so finde oder andere Karten. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Ihr seht Serie A, ich habe die sogar schon fast fertig. Muss nur noch dazu abschließen. Also ich werde den mitnehmen. Ich habe ja auch den Megaya mitgenommen und den Nkunku. Durch die Bronze-Upgrade-Methode hat mich das fast gar nichts gekostet, muss ich sagen. Was haben wir hier? Wir haben hier zweimal den Allen, Freunde. Einmal die Sparversion, wie ich sie nennen würde, die 2 Tage abläuft. Würde ich nicht empfehlen zu machen. Wenn ihr wirklich einen Allen spielen wollt, ich glaube, der hier kostet so 100k und der hier so 250 ungefähr, so vom ungefähr, ne? Man muss sagen, der ist bald weg. Ja, wie gesagt, ihr habt eh alle hohe rote Karten. Wenn ihr euch wirklich einen Allen machen wollt, Freunde, nehmt euch den Allen hier mit. Ihr müsst hier zwar ein 84er, 85er und 86er Team abgeben, aber das lohnt sich dafür. Die Packs sind jetzt nicht so gut, muss man sagen. Man muss auch sagen, wie gesagt, bei dem anderen muss man nur ein 85er Team abgeben, was dadurch natürlich deutlich billiger ist, aber er ist nicht so gut, Freunde. Ihr seht hier nur 85er Team. Ja, er ist nicht so gut. Der hier hat brutale Werte. Wir schauen uns die Karte an. Mittelhoch, sehr, sehr gut als Sechser. Der hat einen Link natürlich zu Alexandro, zu Food Birthday Douglas Costa. Der ist sehr, sehr nice. Der hat einen Link zu einem Insigne Tots. Das ist schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Zu Manolas Tots. Also den kann man schon sehr, sehr gut linken. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Und wir sehen hier überragende Werte. Tempo überragend schnell, Schuss sehr, sehr gut für einen Sechser, perfekt, passen kann der auch, sehr, sehr stark, dribbeln, auch sehr, sehr gut für einen Sechser, Beweglichkeit 88, Balance 93, ich glaube, das hat man nirgendwo außer vielleicht bei Kanté oder so, Defensive auch fast alles 99, Physis auch überragend, Ausdauer 99, was sehr, sehr wichtig ist, der rennt euch über den kompletten Platz, 85er Stärke, 97er Aggressivität, also das ist eine sehr, sehr brutale Karte, muss man wirklich sagen. Was für einen Chemistry-Style würde ich hier wahrscheinlich empfehlen, ich würde wahrscheinlich Anchor draufpacken oder so, weil die Karte kann man theoretisch auf Basic spielen, die ist richtig krass, muss man sagen, und für diesen Preis finde ich die Karte sehr, sehr fair, muss man sagen, weil sind wir ehrlich, der würde auf dem Markt mehr kosten, der würde mehr kosten wie 250.000, wenn er auf den Markt kommen würde. Ich würde von 400-500k schätzen, wir können sehen ja bei einem Nainggolan, der steht aktuell bei 900 oder so, und der hier hat ungefähr die ähnlichen Werte, muss man sagen. Sehr, sehr geile Karte, Allen. Also falls ihr ein Serie A-Team habt oder ein Brasilien-Team habt, vielleicht mit Militao, Coutinho oder so, gönnt euch den. Das ist auf jeden Fall ein krasser Sechser, Freunde. Könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Karte, Freunde. Kann ich jedem nur empfehlen, mitzunehmen. Wer überlegt, mitzunehmen, Allen, sehr, sehr gut. Diese Champions League-Karte, Road to the Final, habe ich ja damals sehr, sehr lange gespielt und der war schon lecker. Und der hier ist jetzt nochmal 3-4 Ratings höher oder sogar noch mehr. Ich glaube, weiß nicht, wer was der hatte. Der hatte 87 oder so. Oder ich weiß nicht mehr. 87, 88 hatte der. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war die Karte schon sehr, sehr stark und der hat jetzt hier nochmal 4-5 Punkte mehr. Was sehr, sehr gut ist, wie gesagt, Freunde, dann würde ich euch empfehlen mitzunehmen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr eure Coins verdoppeln könnt, Freunde. Wenn ihr auf jeden Fall viel investiert. Ihr müsst einen Masseninvest machen. Ich werde da auch wieder reingehen. Ihr wisst, ich habe das die letzten 2 Mal gemacht. Man muss sagen, ich habe jetzt den Profit nicht mitgenommen. Ich habe lieber die Packs geballert, weil ich eh genug Münzen habe. Und mir dachte, Ende FIFA gönne ich mir mal ein paar Packs. Habe mir da natürlich dann die Bundesliga-Upgrades und die La Liga-Upgrades mitgenommen, weil ich einfach Lust auf die Packs hatte, Freunde. Ihr könnt entweder die Packs günstiger dadurch abschließen oder ihr verdoppelt eure Münzen. Das ist euch überlassen, ne? Ich kann euch nur zeigen, wie ihr das machen könnt.
entscheiden müsst ihr, Packs oder verkaufen. Ihr könnt natürlich auch so machen, dass ihr sagt, oh, die Hälfte gebe ich für Packs, die andere Hälfte verkaufe ich, dann gehe ich so auf null raus. Wenn ihr mit einer Million reingeht, habt ihr ja 2 Millionen ungefähr und dann könnt ihr theoretisch die Hälfte davon natürlich in Upgrades ballern und habt trotzdem am Endeffekt immer noch eure Millionen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine, Freunde. Wir gehen mal rein, wie ich die euch empfehlen würde zu kaufen. Es geht natürlich wieder um die seltenen Goldkarten. Man muss sagen, die sind wieder von Donnerstag bis Freitagabend steigen diese Karten von 600 auf 1112. Man muss sagen, ihr müsst hier natürlich viele einkaufen, das ist klar. Ich würde empfehlen, in eine Top-Liga zu gehen. Premier League, La Liga oder so. Man muss auch sagen, ich habe wieder in die Premier League investiert. Ich habe das 2-mal jetzt gemacht in die Premier League und 2-mal war auch Top-Partien von der Premier League drin. Wie gesagt, ihr bietet einfach bei jedem mit. Wie gesagt, es war ja Tottenham drin, die habe ich alle so für 1,3, 1,4 sogar verkauft. Die Dyers, die Wings und wie die alle nicht schießen von Tottenham, weil Tottenham war ja Top-Partien. Und wenn ihr natürlich in eine große Liga investiert, wie die Premier League, wie die La Liga, da habt ihr natürlich höhere Chance, dass ihr nochmal die Top-Partien am Donnerstagabend trefft. Weil wie gesagt, ab Donnerstagabend kommen diese Upgrades, wo ihr 11 seltene braucht, Freunde. Und die gehen ja nur einen Tag. Dadurch brauchen die Leute seltene Karten. Die seltenen Karten steigen von Abstoß auf 1,1 ungefähr. Was ungefähr Verdopplung ist. Ist jetzt nicht ganz Verdopplung, aber ich sag mal, wenn ihr mit einer Million reingeht, sagen wir mal, ihr geht mit 1,1, 1,2 Millionen rein, werdet ihr mit 2 Millionen ungefähr rausgehen. Ich würde aber euch auch empfehlen, kauft nicht mehr wie 3000 Karten. Nicht mehr wie 3000 Karten kaufen davon, weil dann kriegt ihr einen Verkaufsbann und könnt dann nicht mehr verkaufen. Das hatte ich auch. Ihr könnt über die Web-App und über die Konsole und über die Handy-App verkaufen. Ich hatte aber das Problem, dass ich am Freitag auf allen drei Konsolen so gesehen einen Verkaufsbann hatte. Ich habe, wie gesagt, ungefähr 3000 eingekauft und konnte die letzten 300, 400, die ich verkaufen wollte, nicht mehr verkaufen. Musste die dann in Upgrades verballern. Also wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, kauft nur so 1000 bis 2000, dann geht das schon klar, Freunde. Wie gesagt, das ist relativ easy. Bietet da am Abend mit, ihr bekommt davon 50, 40, 45 Karten, das geht schon klar, das ist sehr, sehr effektiv, es ist zeitaufwendig, ihr müsst halt auch von Donnerstag bis Freitag durchgehend fast verkaufen, aber wie gesagt, wenn ihr mit einer Million reingeht, ihr geht mit so einer Million Gewinn raus, ich denke, das ist ein besseres Investment, gibt es nicht, natürlich kann man jetzt nicht sagen, man geht mit 10 Millionen rein, mit 20 Millionen raus, weil man diese in der Zeit nicht verkaufen kann. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp vielleicht für Leute, die jetzt nur 100 oder 200k haben. So, die gehen mit 100, 200k rein, die gehen mit 400k raus. Das ist auf jeden Fall gut, finde ich. Also wie gesagt, Freunde, ich wollte euch das nochmal als Video zeigen. Ich habe das ja öfters in den Streams gesagt. Ich weiß, viele schauen auch nicht die Streams, deswegen hier nochmal ein Video, Freunde. Das wäre es auch gewesen mit den Trading-Tipps, mit dem Alan und mit dem Investing-Tipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.